2023 Glaubenserklärung. Ich erkläre, dass ich die Pläne erfülle, die Gott für mein Leben vorbereitet hat, wenn ich mein Vertrauen in ihn setze. Ich erfülle meine Träume schneller, als ich es für möglich gehalten hätte. Es dauert nicht Jahre, um Hindernisse zu überwinden, aus den Schulden herauszukommen oder die richtige Person zu treffen. Gott hat mir den Sieg geschenkt, und zwar jetzt durch Glauben und Vertrauen. Dies ist meine Erklärung. Göttliche Gesundheitsbekenntnisse. Ich bin gut, stark und mutig in meinem täglichen Weg des Glaubens an Gott. Meine Worte sind schnell und mächtig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Mit meinen Worten reduziere ich alles in meinem Körper, was Gottes Bestimmung für meine Gesundheit zuwiderläuft. Der Größere lebt in mir. Ich weigere mich, krank zu sein, denn das Leben Gottes ist in jedem Teil meines Körpers. Amen. Ich werde haben, was ich sage in Jesu Namen. Ich bin stark. Ich bin gesund. Ich bin gesegnet. Ich bin reich. Ich bin kraftvoll. Ich bin gesalbt. Ich bin frei. Ich bin geliebt bei Gott. Ich bin geschätzt bei Gott und den Menschen. Ich spreche, was ich sehen will, nicht was ich sehe. Ich bin ein kostbarer Same. Ich bin gepflanzt auf gutem Boden im Hause meines Gottes. Ich blühe wie der Palmbaum in den Gärten meines Herrn. Ich trage reichlich Frucht meiner Zeit. Ich bin voll von Saft und Grün im Herrn. Und selbst im Alter werde ich noch frisch und blühend sein. Mein Blatt verwelkt nicht und alles, was ich tue, gedeiht in Jesu Namen. Im Namen Jesu wird alles für mich gemacht. Ich bin ein Empfänger jeder geistlichen Segnung in Christus Jesus. Ich bin ein Geistwesen, mein Geist hat eine Seele. Mein Geist und meine Seele leben in einem physischen Körper. Mein Geist befiehlt meiner Seele, meine Seele hört zu, empfängt und gibt meinem Körper Anweisungen, mein Körper zu gehorchen. Im Namen Jesu spreche ich zu meinem Körper. Das unzerstörbare Leben Gottes ist in meinem Leben immer sichtbar und ausgedrückt. Ich spreche Leben zu jedem Detail meines Körpers. Ich spreche zu meinem Verstand. Sei vollkommen wie der Verstand Christi. Und ich befehle dir, sei ausgerichtet durch das Wort Gottes. Ich spreche Leben zu meinen Sehnen und Nerven. Ich spreche Stärke zu meinen Ich spreche Vitalität zu meinem Herzen. Ich spreche zu deinen Lungen und Geweben, um die normale Benutzung des Durchblutungsverhältnisses aufrechtzuerhalten. Ich spreche Perfektion zu meinen Nieren, meiner Leber und meiner Bauchspeicheldrüse. Es ist Leben in jeder Zelle meines Blutes. Meine Knochen, Gelenke und Körper sind ausgerichtet, stark und fest. Meine gesamten Knochen, unteren Gliedmaßen funktionieren exzellent. Meine Augen sehen klar und perfekt. Meine Ohren funktionieren optimal. Meine Haut ist glatt. Wie eines neugeborenen Babys und Gottes Schönheit. Meine Haarfollikel haben sich gestrafft. Ich befehle meinen Haaren an Ort und Stelle zu zeigen. Wachstum nötig ist, lasse ich Wachstum in meine Haarfollikel. Meine Zähne, Zahnfleisch, Kiefer, Knochen, die Nerven und die Versorgung sind alle gesund, stark und perfekt. Alle meine Hormone, neurochemischen Transmitter sind in perfekter Harmonie miteinander und führen ihre Funktionen normal aus. Mein Verdauungssystem ist in der Lage, alle aufgenommenen Nahrungsmittel zu verdauen, zu absorbieren und zu assimilieren. Die Stoffwechselprodukte werden regelmäßig ausgeschieden. Ich nehme alle Arten von Süchten, Alkohol, Nikotin, Binden, übermäßiger Genuss, Essen, Technologie, Medien, Prokrastination, Klatsch, Faulheit, Verschlafen, Lethargie, krankhaftes Kaufen und jede Art von übermäßigem Genuss in Gefangenschaft und in Gehorsam zu bringen. Wie Jesus ist, so bin ich. Alles, was Gott erschaffen hat, ist für mich Leben und Heilung. Deshalb haben Allergien gegen Nahrungsmittel, Staub, Tiere und so weiter keine Macht über mich. Und Gott hat mir die Herrschaft über die ganze Erde gegeben. Mein Fortpflanzungssystem produziert und deponiert eine ausreichende Menge und gute Beweglichkeit der Spermien. Mein Fortpflanzungssystem produziert rechtzeitig Eizellen, schützt und ernährt den Fötus bis zur Geburt. Jedes Organ, jedes Gewebe meines Körpers funktioniert in der Vollkommenheit, zu der Gott es geschaffen hat. Und ich verbiete jede Fehlfunktion und Missbildung in meinem Körper in Jesu Namen. Amen. Ich befehle den elektrischen und chemischen Frequenzen in jedem
die schlechten Zellen zur Verdauung. Eine gesamte menschliche Anatomie, Stoffwechsel und Verdauung ist vollkommen in Christus Jesus Herrlichkeit. Halleluja, Amen. Gott der Vater liebt mich, ich weiß, ich weiß. Gott der Sohn liebt mich, ich weiß, ich weiß. Gott der Geist liebt mich, ich weiß, was ich jetzt weiß.